Ja, nun, mein ganzes Leben eigentlich war ein Auf und Ab. Erstmal schon mit meinen Männern. Ich kannte meinen Mann 6 Wochen, zweimal Urlaub im Krieg. Und ich habe nachher er kam 46 aus dem Krieg zurück. Und dann haben wir geheiratet. Ich habe einen fremden Mann geheiratet und er eine fremde Frau. Ich kannte nicht und er kannte mich nicht. Der Anfang mit ihrem Gustav war nicht leicht. Ich war 15, als ich ihn kennenlernte, das wusste ich aber nicht. Der hat gedacht, ich bin älter. Und er war 8 Jahre älter als ich. Und er wollte sich mit mir treffen. Und ich zu meiner Mutter gesagt, Mensch Mutti, was mache ich denn mit dem jetzt da, Hermannstraße und Neumanns treffen? Naja, sagt sie, mach mal. Und dann bringst du mit, Papa ist ja nicht da. Meine Mutter war sehr großzügig. Wir kommen hoch, mein Vater macht die Tür auf. Meine Mutter ging mit meinem Mann ins Zimmer. Und da sagt er, komm mal mit. Weißt du, wie alt du bist? Ich sage, nee, muss er doch nicht wissen. Naja, das werden wir gleich ändern. Er hat nichts gesagt, er war ruhig. Und dann musste der im Krieg, dann haben wir uns geschrieben. Und dann hat er wieder Urlaub gekriegt, da war ich dann 16. Und da hat er zu meinem Vater gesagt, ob ich mit durfte, weil er zu seinen Eltern. Und hat mein Vater gesagt, ich möchte sie aber so wieder haben, wie sie hinfährt. Da dachte ich, das kannst du ohne kontrollieren, aber nur gut. Ich bin so wieder nach Hause gekommen. Schon als Mädchen geht Inge gerne tanzen. Und noch heute ist das Tanzen für sie eine Freude. Inge gehört zur Kriegsgeneration. Als der Krieg zu Ende geht, macht sie gerade eine Ausbildung zur Buchhalterin in der Nähe von Berlin. Die Fahrt nach Hause ist jedes Mal eine Fahrt ins Ungewisse. Wenn wir dann nach Hause fuhren, sind wir mit der S-Bahn bis Grünau gekommen. Dann waren die Taresangriffe, wenn die Amis kamen. Wir mussten mal raus aus dem Zug, da gab es so eine Splittergräben, da sind wir dann rein. Und man konnte, wenn die Sonne schien, hat man gesehen, wie die Bomben fielen. Und dann, wie das vorbei war, wieder in Zug und bis zur Hermannstraße. Bei uns in der Straße war die Kirche und wenn ich dann ausgestiegen bin, der Kirchturm steht noch. Man wusste ja nicht, wenn man nach Hause kommt, ist überhaupt noch einer da, steht er draußen noch. Einen Bombenangriff überlebt Inge nur knapp. Ich habe auf dem Balkon gestanden mit einer Nachbarin. Wenn dann die Flieger kamen, hat sie ja gesehen. Und meine Mutter sagt, wir müssen in den Keller, komm endlich runter. Ich sage, ja, komm ja gleich. In dem krachte es, eine Bombe hinten, wir hatten auch einen Hof, hinten rein. Gut, dann bin ich runter, ich weiß gar nicht, wie ich die Treppen runtergekommen bin. Die Scheiben alle raus und die Beine hatte ich vollkommen zerschnitten. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Und ich hatte Geburtstag, meine Mutter hatte Kuchen gebacken. Der stand in der Speisekammer. Der Sand war bis nach oben hin, Sandkuchen hatte ich dann. Den konnte man nicht mehr essen. Inge verliert keine Angehörigen im Krieg. Als ihr Verlobter Gustav heimkommt, zieht das Paar zu den Eltern und dann in dieses Haus. Das war vor 63 Jahren. Seitdem lebt sie hier im 3. Stock. Ihre Schränke sind voll mit Erinnerungen. Auch ein Hochzeitsbild ist dabei. 1946, im Oktober. Ja. Also unsere Hochzeitsnacht haben wir unter den Tisch verbracht, weil wir kein Bett hatten, weil das alles besetzt war. Wir hatten ja Besuch, die mussten ja über Nacht bleiben. Und da haben wir dann da geschlafen. Das war unsere Hochzeitsnacht. Wie lange waren Sie denn da verheiratet mit dem Mann? Ein halbes Jahr vor der Silberhochzeit ist er gestorben. Wir hatten alle schon, wir waren die ersten von den Freundschaften, die Silberhochzeit hatten. Und ein Thema nur unsere Silberhochzeit. Ja, und hatten alles schon organisiert, einen Saal gehabt und alles. Und war nichts mit Silberhochzeit. Mit 44 Jahren ist Inge Witwe. Nee, da war ich 17. Und das war eigentlich für mich das Schlimme, weil ich schwer alleine sein konnte. Doch richtig allein war Inge eigentlich nie. Ihr Vater hatte 16 Geschwister, die Mutter 15. Viele Onkel und Tanten also. Und an Verehrern hat es ihr nie gemangelt. Der hartnäckigste hieß Günther.